Assalamu alaikum. Wie geht's euch? Ramadan Mubarak, meine lieben Geschwister. Ey. Assalamu alaikum und Ramadan Mubarak. Mashallah. Ja, zweiter Ramadan-Tag und wie könnte es anders sein? Wir gehen jetzt mal ein bisschen shoppen, nehmen euch mit auf unsere Shopping-Tour. Die fällt natürlich klein aus, weil wir uns bewusst gesund ernähren und uns vorgenommen haben, durch den Ramadan mit einer noch besseren Form rauszugehen, als wir reingegangen sind. Inshallah. Ja, und ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr seid alle gesund. Ja, wie läuft der zweite Tag? Wie geht's dir? Alhamdulillah. Wirklich super. Ja. Wir waren sehr schlau gestern, weil Fastenbrechen war bei uns gestern erst bei Isha-Gebet. Wir haben sie übertrieben. Wir haben die Champions League angetastet, ja, haben gesagt, ja, dadurch, dass es ungewohnt war, so früh Fasten zu brechen bei Maghrib, haben wir gesagt, na, das kann nicht stimmen, ist sicher bei Isha. So haben wir bei Isha-Gebet dann das Fasten gebrochen. Ja. Aber alles gut. Ich war auch noch arbeiten gestern, es war ziemlich anstrengend. Ja, wie lange warst du? Ja, von 7 bis 6. Super. Ja, Michelle hat noch im Pflegeheim gearbeitet. 12 Stunden, großartig, ne? Aber beide haben es gut überstanden und es geht uns gut. Und heute eine Stunde früher. Heute eine Stunde früher und jetzt ist eh bald die Zeitwechsel, ne? Morgen. Morgen ist schon Zeitwechsel auf Frühlingszeit. Heute noch mit Haube und inshallah. Die nächsten paar Tage dann ohne Haube. Aber ich werde schon langsam alt und es gefällt mir, wenn mein Köpfchen warm bleibt. Okay. Ja. Okay. Let's go, wir gehen shoppen. So, die ersten Schritte sind getan. Obst darf natürlich überhaupt nicht fehlen. Und Zucchini, Kiwi, Erdbeer, Anlass um meine geliebten Haferflocken. Melanzani. Jetzt wird es frech auch noch und unverschämt, das gibt es schon. Gera, tut die Pizza jetzt schon nicht gut. Okay. Wird nicht langweilig bei uns, ne? Ist hier langweilig? Nein. Bei dem Weichspüler. Weichspüler. Drum war die Wäsche letztens zu hart, weil du keinen Weichspüler mehr hast, gell? Ich hab's gewusst. Das können wir nehmen. Das ist okay. Wir das nehmen immer das, was du willst, ne? Wenn du das willst, nimmst. Du willst das auch, oder? Ja, natürlich. Aber es ist halt weißes Mehl. Das heißt, es wird den Blutzucker raufschießen und dann wieder massiv nach unten. Das ist mir egal. Okay, dann nehmen wir es. So, haben wir noch Joghurt. Let's go. Let's go, let's go. Ja, rein damit. Entschuldigung. Thank you.
sehr stabil, Michel. Bei der Kasse der Süßigkeiten, dass die Kinder noch zugreifen können, ja. Ja, bitteschön. Ja, jetzt geht's los. So funktioniert das bei uns. Zacki, zacki. So, erster Sack, zweiter Sack, alter Sack. Ja, Michi hat auch noch einen kleinen Sackerl. Ha? Haben wir es geschafft, ne? Ja. So, und jetzt da? Gehen wir heim nach Hause? Ausräumen. Gleich mit dem Kochen beginnen oder erst später? Nein, später. Okay. Auf geht's. Das war's jetzt mal mit Shoppen und weiter geht's dann direkt mit dem Kochen. Handela! Was ist da los? Jetzt habe ich sicher drei geschaut wie Auto. Was machst du? Ja, Vorbereitung für Iftar. Fleisch ist Männersache. Der Rest ist eh Frauensache. Seit wann? Immer schon so gewesen. Fällt mir schon wieder ein Ruppen her. Und der alte Kugelschnee, damit das Brett nicht verrutscht. Ja? Ein Wettex-Entfeuchter. So, ist das? Einmal frei ist das. Okay, und was machst du da? Wir schneiden das Buttenfleisch, natürlich halal. Vom Afghaner in kleine Stücke. Ja, ich schneide es jetzt schon. Es ist ja erst 2 Uhr, weil ich möchte das Ganze noch einmarinieren. Und aufgrund dessen wird es natürlich besonders schmackhaft werden. Vermutlich. Ja. Inshallah. Inshallah. Wir werden das schön knusprig anbraten natürlich. Ja, bis dahin, bleib stabil. Let's go, let's do it. Na, schau mal, Michi hat schon einen Salat fertig gemacht. Wow. Wie ein Salat? Nicht? Das ist ja Ofengemüse. Ofengemüse, na. Das kommt dann in den Ofen, der Salat. Ich getäuscht werde schon. Ein Salat. Das kommt dann zum Buttenfleisch dazu, oder wie? Nein, das kommt einfach separat in den Ofen. Separate. In den Ofen. Okay. Und der Fleisch kommt ja in die Pfanne, oder? Ja. Ne? Genau. Eben. Ah, fast geschnitten. Was? Ich muss dir sagen, wie das geht. Was? Ich muss dir jetzt sagen, wie das geht. Bitte? Butterfleisch ist eine andere Liga. Nur weil du einmal jetzt da kochst. Nein, Fleisch ist generell. Das muss dir schon bewusst sein. Und wer macht sonst das Fleisch immer? Ja, eh du. Aber das ist wieder was anderes. Was soll das heißen? Na, du machst eh einen guten Job. Ach so, aber dieses Steak letztens. Ha? War sehr gut. Also. Das hätte von mir sein können. Boah, du hast ja nicht mal einen Plan, was du für Gewürz nehmen sollst. Naja, weil die Gewürze, was. Da sind nasse Fische. Na, geh. Ich benötige dringend. Was benötigst? Ja. Pfeffer. Haben wir nicht, oder wie? Gehörig. Da, Pfeffer. Ah, oh, schau. Pfeffer. Oh. Also wird es jetzt da was? Es wird jetzt eine Marinade. Okay. Ja. Das wird dann dort
ja, braucht dann nur irgendwas schön Würziges. Das vielleicht. Was ist denn das? Nein. Was würdest du empfehlen? Etwas Würziges? Ich hätte gedacht, Fleischsache ist Männersache. Ja, eh, aber. Also, ich bin eher der radikale Marinadenmacher. Radikal? Ich zeig dir jetzt was, okay? Weil Karl gibt meistens einen Senf dazu. Ein Senf? Das wollte ich eigentlich vorschlagen, hab mich aber nicht getraut. Du kannst aber auch eine Sojasauce ein bisschen einbringen. Da schau her. Gewürzen. Ja, aber ich hab da schon sehr viel Salz drauf. Würde ich einen Senf mal drauf geben? Okay, einen Löffel voll oder wie viel? Einfach wild rein. Du hast einen Löffel voll. Okay. Na, jetzt soll ja Geschmack kommen, oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Was hast du denn für einen? Knoblauch, Salz, Pfeffer und Senf jetzt. Ich glaube, das passt schon. Vielleicht ein bisschen Paprika. Nein, 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 nicht Paprika. Warum nicht? Ich weiß nicht, das sagt man einfach nicht zu. Achso, ja, abkosten wird heute nichts, ne? Okay, gib mir Paprika rauf, okay? Hast recht. Komm. Ja, ja, ja. Jetzt müsst ihr verrühren. Verrühren, okay. So, das haben wir jetzt fertig mariniert. Mit Hilfe meiner bezaubernden Frau. Ja, die hat mir dann doch ein bisschen ausgeholfen. Das bleibt jetzt so liegen. Da kommt noch ein bisschen Alufolie drüber. Für die nächsten 4 Stunden. Tja, und dann geht's ab in die Pfanne. Und dann nehmen wir euch dann wieder mit. Bis dahin, let's go and let's do that. Ja, und bevor wir vergessen, einen gesegneten Freitag an alle. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Moschee. Jumma, mashallah. Und dann geht's ab. Und wird gekocht. Und. Let's go, Habibi. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ganz neu in der Moschee gibt es jetzt auch einen kleinen Shop, wo man sich ein paar Sachen kaufen kann. So, das ist es. Ofengemüse. Ofengemüse, wie ja, erwähnt. Jetzt ein bisschen Gorgonzola drüber geben. Schon. Okay. Let's go. Let's go and let's do that. Und dazu gibt's. Ja, fertig Pizza. Da tue ich noch ein bisschen was. So. Und jetzt mache ich die Pfanne aber ultra heiß. Und dann kommt das seit 4 Stunden in der Marinade liegende Puttenfleisch radikal hinein. Und das kommt dann auf die Pizza hinauf. Was? Nein! Ah. Wenn es fertig ist. Nein! Ach so, nein? Nein! Es gibt eine Planänderung, okay, cut! So, Planänderung, das kommt also nicht auf die Pizza hinauf, sondern das ist separat. Ja? Oh, schau mal, aber es schaut trotzdem herrlich aus, oder? Ja! Yeah. So, heiß, ja. Sollte noch etwas heißer sein, dann wird auch zu früh reingeben wieder. Das wird natürlich so.
war er wieder zu gierig. Was ist das? So geht es. So, das ist unser Fastenbrechen. Einmal Kokoswasser gemischt mit heißem Wasser und einer Dattel. Mashallah. Bismillah. Bismillah. Ja. Das Essen ist fertig. Auch euch ein schönes Fastenbrechen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.